Drücke B, um langsamer zu werden. Oh, das ist gut. Ein kleiner Döner kostet 2,50. Naja. Was? SS oder Nanatsu oder Taiser? Was ist das? Ich weiß nicht, was du meinst, Furry. Ich weiß nicht, was das ist. Buga, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Pater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Also bei uns ein großer Döner, da hast du echt ein halbes Fladenbrot. Und da bist du dann richtig satt. Also mir wird's schon schlecht danach, nach einem halben Döner. Oder großen Döner, dementsprechend. Ein kleiner Döner lohnt sich alleine schon von der Größe wirklich gar nicht. Vom Verhältnis des der Kostenfaktor. Scully, kleines Trinkgeld für den lieben Bruger. Und danke für deine tollen Streams und Videos. Danke, Scully. Das lieb von dir. Dankeschön. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ach so, Furry. SS Skyward Sword. Ich habe jetzt was anderes gedacht. Ich werde nun deinen Vater, was nun meinem Vater berichten. Link ist ja ein Waiser, oder? Er hat ja keine Eltern. Also, eigentlich in dem Spiel ist er ein Waisenkind. Hey, Bruger! Ach, du hast dein Federvieh gefunden. Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Naja. Zelda-Lein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? Ja. Bardo redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Ja, der Sicher der Zeremonie und das werde natürlich ich sein. Er hält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mit ihr mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Ach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört. Zelda und ich, ganz allein da oben. Bardo, hinter dir! Hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht! Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja, also, Bruger, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Naja. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der fliegen kann. Das ist so ein Vogel, ne? Also, ja, Vogel, passt wirklich. Es ist so ein Vogel. Hey, Bardo, warte auf uns! Dein Lakaien, du. Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Da hätte ich ja einiges dazu zu sagen. Bruger, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes, ich glaub an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei. Na klar. Das will sie doch hören. Genau, mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, Bruger. Hey! Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Bruger, bis gleich. Kriegen wir hin, oder? Den Vogel lassen wir nicht gewinnen, Mensch. Gammelfleisch für 2,50. Also unser Döner, der ist auch nicht mehr so toll. Da haben wir letztens geholt. Das war nicht lecker. Also Vicky und ich, wir haben echt Magenprobleme bekommen. Ich will euch die Einzelheiten ersparen, aber es war nicht schön. Naja. Hey! Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Bruger nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr durch Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes durch Drücken von A die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Jau. Wenn ich wollt schaffen, gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihnen eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden.
Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst aus angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda! Ja! Oh, Herr Mondgesicht, 2 Monate dabei. Danke, Herr Mondgesicht, für den Resub. Dankeschön. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Cool. Ja. Das gilt besonders für dich, Bardo. Ja, das hat er jetzt wahrscheinlich herausgefordert damit. Alle auf ihre Plätze. Das macht er jetzt sowieso mit Gegenständen schmeißen, ne? Los! Die Affen mit Kot. So bewirft er mich jetzt mit Gegenständen. Ich weiß es doch. Der Vogel. Oh, die Musik. Sind ja schon viel weiter als ich. Ist ja gemein. Hol den Schnatz. Link, hol den Schnatz, komm. Wo ist der goldene Schnatz? Warum ist der so schnell? Ist gemein. Oh ne. Hey, du Blödmann. Hey, der hat mich gerempelt. Ist feige. Der hat mich angerempelt. Nee, der will das nicht gewinnen, ne? Was ist hier so schnell? Der goldene Schnatzvogel. Ey, das ist voll feige. Der rempelt mich die ganze Zeit an. Und wenn ich so nah rankomme, rempelt er mich an. Komm jetzt hier, lass mich dran. Oh, mach du nicht sowas. Hab ich nicht mehr. Na komm. Mögelchen. Na komm. Ja, ich hab ihn. Hoffentlich. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Das gibt's doch nicht. Komm. Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen. Nimm dies, Kleiner. Ey, das ist feige. Das ist richtig feige, Leute. Das ist gemein. Die cheaten. Von wegen. Hab's doch gewusst, die greifen mit Gegenständen jetzt an, ne? Boah, und mit Eiern. Eierhälse. Fick ihn. Jetzt holen wir doch, Link. Komm schon. Du hast die Vogelfigur erhalten. Die Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettflugs aus. Zelda wird sich freuen. Ja. Dieter, ich hab's ihnen gezeigt. Wo geht's? Hallo, Carsten. Hey! Uga! Oh. Ich muss selbstverständlich irgendwo runterstürzen. Das ist herrlich. Ich schmeiße echt mit Yoshi Eier. Sieg für Gryffindor. 10 Punkte für Gryffindor. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Ja! Danke. Tja, war es nicht. Das war lustig. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Das war echt gemein, ne? Das war fies, was die gemacht haben. Aber ich hab's auch nicht anders erwartet. Das waren Cheater. Die haben die ganze Zeit versucht, mit unfairen Mitteln zu gewinnen. Hören Sie jetzt hier nicht auf. Bruga, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Okay. Ich hätte lieber Chocobos gehabt, aber es ist ein anderes Franchise, leider. Goldener Chocobo. Oder ein schwarzer Chocobo. Bin gar nicht up to date. Was? Aufmerksamer? Warum? Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt. An deiner Stelle führe ich die Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Königin ihren Segen. Die Göttin, nicht die Königin. Auf dass die Winde dir und deinen Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Hubkonzert draußen, ich glaube, das ist wieder Hochzeiten, Mann. Die
Ballade der Göttin ist Zeltas Wiegenlied rückwärts. Okay. Der Segen der Göttin. Ein weißes Segel, tanzend im Wind. Für dich. Oh, so nett. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Was ist Nia, Furry Champ? Woher kenne ich Nia den Namen? Er riecht vertraut. Mhm. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Ein Fallschirm, Walter. Danke, Bruger. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Oh. Kann man eigentlich auch verlieren? Diesen Wettkampf mit dem Vogel? So, das war's also. Jetzt aber Knutschi, komm. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Na klar. Ich bin doch souverän. Haha, das gefällt mir. So kenne ich dich. Ja, Knutschi, sag ich doch. Easy. Na, Knede. Du weißt nicht, was Nier ist. Ich meine doch, aber ich kann's. Ich habe kein Bild. Ich habe kein Bild im Kopf, was Nier betrifft. Den Namen kenne ich natürlich. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Paraschal zu öffnen. B ist die Taste da unten, ne? Nicht, dass ich was Falsches mache. Öffne den Paraschal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Ein sehr unbekanntes, aber unfassbar geiles RPG von Square Enix. Sorry, okay. Ich guck's mir mal an. Wey! Wey! Oh, also das war sehr knapp. Das ging wohl daneben. Neige im Flug die Wii-Fernbedienung, um deinen Fall auszubalancieren und die Richtung zu bestimmen. Suchen wir es nochmal. Dieses Mal schubse ich dich nicht. Also nimm all deinen Mut zusammen und spring. Sprinte über die Plattform, um abzuspringen. Und vergiss nicht, vor der Landung B zu drücken. Versuche genau in der Mitte des runden Reliefs zu landen. Na toll. Hättest du auch sagen können, ne? Well. Hallo? War das denn? Ich wollte doch nicht. Das ging wohl daneben. Ja, Neige im Flug. Okay, okay. 1 cm vom Grund Fallschirm. Easy. Ja. Kann er. Sie hat ja gesagt, stell deinen Heldenmut unter Beweis. So. Wo muss ich denn? Da. Ja. Nein. Oh Gott, was ist hier los? Oh Gott. Nein. Das war nichts. Warum ist es auf einmal so... Ja. Ja, ich weiß. Ich kann das nicht so gut. Warum ist es auf einmal so extrem empfindlich, die Steuerung? Ja, ja, ich hab's verstanden, Zelda. Lass mir noch 10. Nein! Ich muss sprinten. Lass mir noch 10 mal erklären, Mädchen. Bitte. Ey, warum? Warum? Ich drück doch. Okay. War nicht genau die Mitte, aber es muss reichen, ja? First try, richtig. Hallo, Soßenbinder. Warum? Wie verarscht mich. Wie Death Counter! Hat nichts mit Death zu tun. Das ist kein Tod, ich bin nur doof gelandet, Mensch. Okay, warte. Nein, nein, nein. Link, zieh nicht so rüber, bitte. Das ist aber jetzt wirklich Punktlandung. Also komm. Das ist Punktlandung. Besser geht's leider nicht. Das hast du toll gemacht, Bruger. Ja. Das weiß ich. Mal gucken. Oh. Aber jetzt aber Knutschi, komm, jetzt habe ich mir echt verdient, ja? Ich sage, die tänzeln immer so umeinander rum. Das ist genauso wie Donald und Daisy. Oder Mickey und Minnie Maus. Es ist immer dasselbe. Sag mal, Bruder, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön. Aber auch der Wind bläst nicht so stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Mhm. Ey, jetzt aber Schmatze, ne? Jetzt hier, komm. Mindestens. Ab und zu muss die Remote kalibriert werden. Ich glaub's auch, ja. Es ist sehr. Ich hab die gerade gehalten. Bruger, hör mal, Bruger!
Und trotzdem hat es nach links gezogen, extrem. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Hm? Ach, das Spiel ist ab 6, glaube ich, aufmerksam, oder? Ohne Altersfreigabe. Was für ein schöner Tag. Aber Knutschi darf mal ab 6 auch schon, also komm. Hallo Vollzeit-Einhorn. Weißt du was, Buga? Du und ich, wir können Knutschi... Oh nein. Natürlich. Musste ja passieren. Hey, was? Oh nein. Oh nein. Was ist das? Ein Wirbelsturm. Oh nein. Oh nö. Nicht Zelda. Du und ich, wir Holocaust, sag mal. Nein. Nein. Pfui. Bei den Anspielungen 18 plus. Ja, komm. Aufmerksam, ich sag ja nur knutschen und nicht was anderes, ne? Uga. Die haben es sehr mit Wiederholungen der Namen. Generell, ne? Oh. Was denn? Jesus. Nein. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Uga. Kennt sich der jemand aus, der sagte Madassi, oder? Madassi. Was heißt das denn auf Deutsch? Oh nein, nicht das Vieh. Nicht das Vieh. Ja, Jesus. Jesus ist blau. Endlich bist du aufgewacht. Oh, Monobraue. Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davongetragen. Hey, Navi. Oh, nee. Navi ist echt die Schlimmste. Hey, Vollzeit-Einhorn, 6 Monate dabei. Dankeschön, Vollzeit-Einhorn, für deinen Resub. Dankeschön. Uga, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Oh. Hey, listen, hey. Ja. Navi ist echt schlimm, das weiß ich, obwohl ich Ocarina of Time noch nicht gespielt habe. Ich weiß es von meinem Bruder damals, vom N64. Ein schwarzer Wirbelwind? Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Midna fand ich am Anfang auch nervig, am Ende habe ich so richtig gemocht. Midna war super. Das war echt eine tolle Begleitung. Darf sich noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Bruger, als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Naja. Vom Erdland hat sie also gesprochen? Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei, die Nacht ist finster. Und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Midna ist Love, Midna ist Live. Was? Live? Live. Nicht so viel, Diamara. Zelda ist verschwunden und naja. Hör mir zu, Bruger. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Weißt du, der Vater ist sehr zuversichtlich. Seine Tochter ist von einem Wirbelsturm verschluckt worden. Er sagt, ja, ist alles gut. Alles gut. Ist schon okay. Du fandest Twilight Princess zwar der beste Teil. Danach Ocarina of Time und dann Majora's Mask. Ich habe leider schon gehört, dass hier Skyward Sword nicht so beliebt sein soll. Der Wiki meinte auch, er wird sich das leider nicht angucken. Wenn ich Ocarina of Time irgendwann spiele, dann ja. Das Ding ist halt nur, ich kann den 3DS leider nicht streamen. Habe ich ja schon gesagt, habe ich keinen Ton. Ich meine, entweder meine Stimme oder der Ton vom 3DS, aber beides geht leider nicht. Die TV-Karte. Nein, folge nicht der Stimme. So. Hey, warte. Wer bist denn du? Jesus, Blue Jesus. Navi stinkt und nervt alle 5 Minuten.
Musik, ist so schön. Hey, warte doch. Mensch, warte doch. Wow! Das war nicht geplant. Oh, mein Vogel. Hä? Du solltest besser aufpassen, Junge. In der Nacht ist es dunkel, also achte darauf, wo du hintrittst. Und vergiss nicht, dass nur wir Ritter in den Luft... dass von den Luftrettern dazu befugt sind, nachts Wolkenvögel zu reiten. Schreib dir das hinter die Ohren. Ja. Das mit Majora's Mask waren schwere Rätsel und düstere Stimme. Ja, ich weiß, das habe ich auch gehört. Das soll sehr gruselig gewesen sein für Zelda, ne? Oh. Warte doch. Ja, und jetzt? Jo. Jo. Na, klasse. Der Paderschal. Ich glaube, das ist eigentlich schon toll wegen der Musik. Weiß nicht, warum man den Teil nicht mögen kann. Es gibt Passagen. Einige Passagen, aber das wird Bruno auch merken. Ja, okay. Skyward ist nicht so schwer. Well. Ey. Aufhören. Och, Kätzchen. Ich will nichts tun. Oh, guck mal, die ist böse. Nicht so werfen. Nicht so runterwerfen. Nein. Och, komm, Kätzchen. Ja, sei nicht böse, Kätzchen. Ich will dir nichts tun. Böses Kätzchen. Ach, guck mal, da ist eine Kischt. Da ist eine Kischt. Was ist mit der Kitty los? Warum ist die böse? Ich hab dem Kätzchen nichts getan, Mensch. Und da ist die böse. Reiß sie runter? Nein, ich muss ja gerade die Katze runter, Mann. Kann ich nicht machen, ich mag Kätzchen. Auch wenn die gerade ein bisschen böse ist und Angst hat. Ich hab nur Angst. Ihr seht das doch. Oh Gott. Die hat nur Angst. Deswegen tue ich ja nicht. Lass die Katze runter. Oh Gott. Ein bisschen knapp von der Ausdauer, hä? Huh? Komm, Link, schnell. Werde ich später die Ausdauer noch erhöhen oder so? Uiuiui. Was ist das denn? Ein Blob? Du hast Glibber erhalten. Ja. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Okay, ich habe Glibber erhalten. Ich muss das Katzenlied singen. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, fur, fur, fur. So, was? Oh nein, das ist wieder. Glibbermann. Der Glibbermann. Sehr schön. Eine Herzblume. Oh nein! Was machst du denn, Link? Meine Güte. Meine Güte. Oh. Für das deutsche Lied doof von Big Bang Theory. Das kostet auch Ausdauer. Ich meine, du hängst hier und kannst dich ein bisschen ausruhen, Link. Das ist ja nicht so, als würdest du dann zwei Armen da rumbaumeln. Oh. Diese Sounds, die er macht. Ich glaube, die Mütze kriegt er noch, Lia. Kam ein Kater zu dem Kätzchen. Ja. Ach, wie cool. Ich find's cool, Leute. Das wird. Es hat auf jeden Fall. Zelda ist ja immer dafür bekannt, dass es so eine langsame Gangart vorlegt am Anfang, oder? Kommt es mir zumindest immer vor, zumindest die Teile, die ich kenne. Am Anfang ist es immer so ein bisschen bedächtig und man lernt halt so die Welt kennen, die Personen, muss halt mit allen quatschen. Aber hier geht's schon ziemlich flott, würde ich sagen. Wie lange spielen wir jetzt? Eine Stunde? Zwei? Also... Hey. Oh, da ist noch was Neues. Was denn? Ein Hörnchen. Du hast eine Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Oh ja. Eine Monsterklaue. Cool, das ist bestimmt zum Tauschen später, ha? Huh? Der kleine Ezio hier. So, was macht es denn hier? Glibber. Ja, kann von besonders weichen Gegnern erbeutet werden. Erhitzt man ihn, wird er steinhart.
Und wird häufig von fliegenden Gegnern fallen gelassen. Gib Acht, dass du dich nicht daran stichst. Was? Off-topic Frage von Zelda. Kannst du mir als Dark Souls und Bloodborne-Veteran gerne empfehlen, was mindestens genauso bockt? Vom Spielstil, wie die Reihe ist. Also Nioh kommt jetzt bald raus. Und was noch? Salt and Sanctuary, Dark Mouse fand ich ziemlich cool, obwohl es halt mehr so ein von oben Top-Down ist, ne? So eine Vogelperspektive. 20 Stunden und hast alles gemacht, aufmerksamer. Das ist doch cool für ein Zelda. 20 Stunden ist voll okay. Oha. Ich habe dich erwartet. Dich, den ich von meiner Schöpferin aus... den von meiner Schöpferin auserwählten. Hi, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Wenn ihr Spiele habt, schreibt mir mal auch dieses... Nier, oder wie das hieß? Kenne ich nicht. Schreibt mir mal bitte gerne so als PN. Dann guck ich mir das mal an. Vielleicht ist es auch was für ein Stream. Und nicht unbedingt als Display. Lords of the Fallen, genau, ist auch sowas. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein geliebter Gebieter, Bruger. Geliebter wäre ein bisschen voreilig. Soweit sind wir noch nicht. Ein geheimnisvoller Traum. Mein plötzliches Erscheinen. Die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur ein wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben, ist nicht verloren. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Hallo Alex, grüß dich, moin. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Ah, wie schneller ist er? Schnell, Schwert, komm. Ist gruselig. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es nun und strecke es himmelwärts. Deswegen Skyward Sword, ne? Oh, danke, Firefist. Jo. Statue der Göttin. Und? Was? Rausziehen! Zieh's raus! Er macht es nicht! Link, zieh's raus! Mach jetzt! Komm! Gib Gas! Macht er nicht. Okay, nochmal ausrichten. Ja, Achtung! Achso, ich muss nach unten halten immer noch. Ach, sag mir das doch. Ja, halt's hoch, Link. Ja, ja, hier, komm. Okay. Ich hab's nicht. Ganz ruhig. Ja! Okay. Das ist so dämlich. Das ist so, wie sagt man, so wonky, die Steuerung. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ich nehme eine Ibu, sorry. Oh. Machst das Schwert so schnell. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Oh Gott. Warte. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Ich habe das Schwert so. So. Keine Schleichwerbung, ich trinke Mate, ja. Oh nein, ich bin kein Hipster. Das ist der Wikinger. So ist es gut, Gebieter. Mein geliebter Gebieter. Mein Gebieter. Hey. Oh, Bruger. Oh. Oh, kann es denn sein, dass du es bist, Bruder? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwerts betreten wird. Er sieht ganz so aus. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Ja, genau, die Maya-Mate, die ist voll lecker und günstig. Das Licht des göttlichen Schwerts vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht.
Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von der Göttin, der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Hallo, Blubberkomm. Moin. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Ist ja auch nicht sehr groß, diese Insel, ne? Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden, um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer durchqueren, musst hinabsteigen in die Welt, weit entfernt von dir. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Oha. Jetzt gibt's wieder... Ach, ist das nicht... Nee, ist kein Schild. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gegen Himmel streckst. Und schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Okay, das kriegen wir hin. Ja? Achso, ich muss es drauf... Warte. Oh, warte. Muss ich das anvisieren? Ja, wahrscheinlich. Hallo, kannst du mal... Alles klar. Cool. Mit dem Hochhalten ist ein bisschen komisch. Also, man muss da immer den Punkt finden. Das muss wirklich ganz genau ausgerichtet sein. Mode.